Moin. Weil es hier gerade regnet, fällt mir nichts Besseres ein, als Videospiele zu spielen. Und weil jeder die neuen Sachen spielen kann, spiele ich heute den ältesten Indie-Scheiß, den ich finden konnte. Und das ist Slaves to Amok. Die meisten von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was zur Hölle ist Slaves to Amok? Wenn ihr schon mal Tor Fortress gespielt habt, und ich hoffe für euch, ihr habt schon mal Tor Fortress gespielt, dann habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass der komplette Name des Spiels lautet Slaves to Amok God of Blood Chapter 2 Dwarf Fortress. Slaves to Amok ist der erste Teil der Reihe vom gleichen Entwickler. Das letzte Update für das Spiel ist aus dem August 2004. Es ist also schon fast 10 Jahre alt. Alles, was ich über das Spiel weiß, ist, dass es ein Roguelike ist. Ich habe es noch nie gesehen. Und weil ich Dwarf Fortress kenne, habe ich vorsichtshalber nebendran eine Anleitung offen. Und die ist rot auf schwarzem Hintergrund, was schon mal nicht vertrauenserweckend wirkt. Aber versuchen wir es doch jetzt einfach mal an dem Spiel. Okay, ich kann ein Universum erstellen. Sieht schon mal sehr nach Dwarf Fortress aus. Geht aber schneller. Okay, eine andere Spezies scheine ich nicht vergeben zu können. Ach, hier drüben. Naked Mole Dog, das klingt doch mal nach einer sehr schönen Rasse. Ein Fleischball. Okay, damit nicht total seltsame Sachen passieren, versuche ich jetzt einfach mal mit einem Menschenmann. Kann ich das alles auf Maximum stellen? Ja, na dann. Nee. Total langweilig soll es ja doch nicht werden. Okay, eher geschickt als stark. Oha. Kein Gedächtnis und keine Geduld wie im echten Leben. Kreativität von mir aus. Fokus auch runter. Den Rest lasse ich so. Oh ja, aber groß. Ich mag meine Charaktere groß. Deformationen. Na gut, bei einem Charaktereditor, wo man seinen Charakter sieht, verstehe ich die ganzen Slider ja, aber hier finde ich es irgendwie seltsam. Variation. Braun. Ich nehme an, das meint die Hautfarbe, aber ich bin mir nicht sicher. Das Blaue kann ich nicht lesen. Gosweg oder so. Na gut, das sind die Namen meiner Eltern. Ist ja hoffentlich auch egal. Namen von Leuten in Rollenspielen ist immer das Schwerste von allem. Ich nehme jetzt den billigen Weg. Oha, es hat Grafik. Und man kann sich mit den Cursor-Tasten bewegen. Na gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe hier eine Hungerleiste und das wird eine Durstleiste sein. Es gibt Tooltips, die brauchen nur echt lange. Dann ist das die Müdigkeit, nehme ich an, und das da Energy, Lebenspunkte oder so. Inventar. Okay, ich kann einstellen, wie ich meinen Bogen halte. Ich kann mit meinem Bogen Gegner schlagen. Welche Munition benutze ich? Ach, da unten ist der Knopf für die Munition. Okay. Die ganzen Finger kann ich nicht anklicken. Na gut, wird schon hinhauen.
Was bedeuten die seltsamen Symbole hier oben? Ah, Gegenstand entfernen, Gegenstand ablegen und Gegenstand untersuchen. Die Beschreibung sieht sehr nach Dwarf Fortress aus. Charakterattribute. Skills. Habe ich überhaupt welche? Ja, ich kann mit dem Bogen umgehen. Und ich bin sehr schlecht darin, Gegner zu schubsen. Na gut. Dafür kann ich ausweichen. In Magie bin ich so mittel. Ich weiß, wie Menschen funktionieren. Das ist viel wert, wenn man ein Mensch ist. Ja, cool. Ich bin nicht verwundet. Oh, 3D-Grafik. Wunder der Technik. A detailed description of the male gender. Na gut. Eine Beschreibung meines Zentralnervensystems. Eine Beschreibung meiner Blutbahnen. Na gut. Eine Beschreibung meiner rechten Hand. Die länger ist als in manchen Spielen der komplette Text. Man merkt, dass das vom gleichen Entwickler ist wie Dwarf Fortress, durchaus. Na gut, ich laufe dann mal hier so rum. Ich kann auch mit der Maus laufen. Interessant. Hilfe! Oh, eine Tastenbelegung. Schlafen, Fähigkeiten benutzen. Wie greife ich an? Mit K. Gut zu wissen. Ja, die Maussteuerung ist halt falsch rum, ne? Ob man das wohl umstellen kann? Maximum Detail. Nein, kann man nicht. Na gut, dann ist Umsehen mit der Maus wohl für mich gestorben. Ich gehe jetzt mal auf so ein rotes Kreuz zu und vermute irgendwie, dass das ein Gegner ist, aber es passiert nichts. Da ist irgendwas, wo ich nicht durchlaufen kann. Ah ja, zum Angreifen muss ich mir ein Ziel aussuchen. Ah ja. Und wie suche ich mir ein Ziel aus? 4 Target Mode. Muss ich jetzt die Taste drücken oder was? Habe ich gerade den Busch geschlagen? Castet the Busch. Hat der Busch einen Namen? Sehe ich das richtig? Ich habe den Busch in die Wurzel geschlagen. Der Busch hat geblockt. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Ich will nicht gegen den Busch kämpfen. Nein, lasst mich. Ich kämpfe nicht gegen Büsche. Ja, ich würde gerne gegen den Hasen da kämpfen. Könnte ich das bitte haben? You must designate a target first. Ich dachte, das hätte ich gerade getan. So, ja, nee, was? Okay, ich sollte in die Anleitung schauen. Looking around, Status, Attribute, die habe ich auch schon gefunden. Movement. Ja, wie ich blute, braucht ihr mir nicht zu erklären, solange ich noch nicht weiß, wie ich kämpfe.
Zwei drücken für Kampfmodus. Jetzt kann ich hier ein Ziel anvisieren. Und ja, hervorragend. Die Anleitung ist da noch nicht fertig geschrieben. Jetzt kann ich ihn anklicken. Okay. Jetzt kann ich auf den Hasen schießen. You cannot attack right now. Der Hase hat mich in den linken Fuß getreten. Und mich umgeworfen. Na gut. Ich liege am Boden und kann mich nicht bewegen, weil der Hase mich getreten hat. Na, das ist okay, aber ich schlag jetzt vom Boden aus den Hasen. Das ist okay. Mein Gehirn wurde verletzt. Okay, der Hase ist tot. Das ist... Ich will nicht auf die Leiche des Hasen schießen. Ich will nachsehen, was da rumliegt. Da gab's doch eben irgendwo einen Knopf. Ich will mich nicht selbst ansehen. Ich will ansehen, was da auf dem Boden liegt. Dann schaue ich halt den Baum an. Er ist ein männlicher Baum. Und er ist verletzt. Und blind. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur von Bäumen. Ich kann nicht ansehen, was da am Boden liegt. Also kann ich hoch und runter sehen. Es gibt bestimmt irgendeinen Knopf, um aufzustehen. Ich muss ihn nur finden. Weil soweit ich weiß, liege ich noch am Boden. Ja. Ich kann mich auch nicht bewegen, wahrscheinlich, weil ich erst aufstehen muss. Habe ich eine Quest? Nee, es wird zu viel verlangt. Movement Options. Change Stance. Ja, ich würde gern aufstehen. You can't move in your preferred manner. Weil ich eine Wunde am Fuß habe. Sehe ich das richtig? Also, kann ich jetzt... Was habe ich... Ich habe keine Ahnung, welche Taste ich gerade gedrückt habe. Heißt das wirklich, ich kann jetzt nicht mehr aufstehen, weil der Hase mir an den Fuß getreten hat? Ich habe da eindeutig eine Wunde. Jetzt reicht den Knopf nicht mal mehr. Lower Body... Wo ist mein Fuß? Ich weiß nicht, ob das der rechte oder linke ist, weil ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ah, jetzt sehe ich's, okay. Dann ist der linke Fuß. Left foot wounds. Slightly bruised. Ja, ich müsste doch trotzdem aufstehen können. Einfach mal auf allen Tasten rumdrücken, hat in Roguelikes noch nie irgendwas gebracht. Das ist schon wieder das Menü, ich wollte mir Hilfe.
Perform Action. Und Travel. Ja, ich würde gern Travel. Few Map? Map? Nein. Travel. Ah ja. Ich bin jetzt in irgendeiner Art Reisemodus. Ich weiß nicht, wie das geht, wo ich ja nicht mal aufstehen kann, aber... Jetzt liege ich in der Wüste. Und weiß immer noch nicht, wie ich aufstehe. Aber ich habe besser treten gelernt. Naja. Ist doch auch was. Movement Options. Alles auf dem Boden, ja, danke. Ah, ach, bitte? Ah. Jetzt habe ich die Beine ganz weit auseinandergestreckt. Jetzt robbe ich irgendwie über den Boden oder so. Na gut, ich würde sagen, das kommt vor, ne? Aber ich würde jetzt schon gern wieder aufstehen. Jetzt liege ich wieder. Ich würde gern mit dem Lower Body aufstehen, aber das geht schon mal nicht. Vielleicht, weil mein Fuß verletzt ist. Na gut, dann robbe ich halt weiter. Ich robbe jetzt mal auf das nächste Ziel zu. Ich würde das gerne ansehen. Das ist unter mir. Noch ein Hase. Der macht mich jetzt doch wahrscheinlich fertig, wenn ich den angreife. Hase. Angriffsmodus. Ziel auswählen. Der Hase. Angreifen. Ich habe den Hasen getreten. Ich hab ihn nochmal. Ich treffe den Hasen nicht. Was? Ich hab offensichtlich das Zwerchfell des Hasen zerstört. Ich habe den Hasen ins linke Auge geschlagen. Jetzt ist der Hase tot. Oder? Okay, ich habe irgendeine Taste gefunden, die irgendwas am Rendering macht. Na gut. Die Taste wollte ich nicht drücken, die Taste wollte ich drücken. Passiert hier auch was Spannendes oder ist das halt die Landschaft von dem Spiel? Ich weiß nicht, irgendwie eine Stadt oder so? Ich meine, es gibt offensichtlich ein Questmenü. Aber es scheint nichts mehr zu passieren. Ja, ne? Ob ich hier irgendwas anderes tun kann, als Hasen zu schlagen?
Da vorne ist was Rotes. Ich kann es genau sehen. Wahrscheinlich ist es noch ein Hase. Egal was es ist, ich muss es aufs Auge schlagen. Was ist es? Ich will wissen, was das ist. Ein Hase namens Yahif. Und er ist braun. Und hat Löcher. Dann wähle ich jetzt den Hasen als Ziel aus und drücke auf Angreifen. Verfehlt. Oh, der Hase schlägt zurück. Oh nein! Nein, Hilfe, Hilfe, ich will in... The Spine is hit, meins oder seins? Ich glaube, ich habe den Hasen... Ich kann den Hasen zerschlagen. Das ist ziemlich uncool von mir, das sollte niemand tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob in dem Spiel noch irgendwas anderes passieren wird. Das ist auch bestimmt auch wieder nur ein Hase. Ja, diesmal heißt er Lepp. Ich hab den Hasen umgeworfen. Ich hab ihn ins linke Auge getreten. Und jetzt ist er verletzt und bewusstlos und umgefallen. Wow, ich kann Hasen verkloppen. Das sind jetzt doch schon auch wieder nur ein Hase. Ich treffe auch den Hasen nicht. Na? Na? Weil eben hatte ich ihn kurz. Da. Es ist ein Hase. Und er ist und ist ein Mann. Und ist auch braun und mit kaputtem Renderer. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich... wenn ich die richtigen Tasten treffe, nachsehen, ob ich vielleicht noch irgendwie... zu einem spannenderen Ort kommen. Weil irgendwie die Hasen zu schlagen ist auf Dauer langweilig. Ja, da ist es heller. Hier ist es hellgrün, vielleicht gibt's hier mehr Hasen oder so. Okay, ich versuche jetzt mich zu bewegen, und zwar in diese Richtung, weil da wieder was Rotes ist. Ich wäre doch nicht müde und ich hungere nicht. Das ist voll praktisch, es ist ein Hase. Oh, es ist ein Reptil. Und es ist verletzt und es ist ein lila... Was? Na gut, ja, warum nicht? Ich schlage das Reptil. Jetzt habe ich wieder aus Versehen den Busch angegriffen. Ich hätte gern das Reptil als Ziel. Es hat geblockt. Ich habe seine Leber verletzt. Ich habe seinen Schädel zerschmettert. Und sein Herz. Und es lebt noch. Ist es jetzt tot? Es hat ein Geräusch gemacht. Nee, immer noch nicht. Doch, es ist tot. Ja, ich weiß nicht, ob hier nochmal was passiert. Wenn das da wieder ein Hase oder ein Reptil ist, gebe ich auf für heute.
Ich treff die nicht. Oh, es ist eine Ameise. Ich bin mir nicht sicher, ob das deutlich spannender ist. Auf. Na gut, auf welche Taste muss ich jetzt drücken, um zu verhungern? Komma. 10 Minuten ausruhen. Jetzt ist es dunkel. Jetzt ist schon wieder dunkel. Ich bin jetzt die dritte Nacht hier und bin noch nicht müder geworden. Ich habe noch keinen Hunger und noch keinen Durst. Ja. Vielleicht kann die Ameise mich töten. Wenn ich jemals wieder rausfinde, wie ich in Bewegungsmodus schalte. Nee, wisst ihr was? Das hier wird nichts mehr. Ich beende das Elend jetzt. Und alle spielen wieder fröhlich Dwarf Fortress, das wirklich ein gutes Spiel ist, egal was ihr jetzt hier gesehen habt. Spielt mehr Dwarf Fortress. Bis zum nächsten Mal. Ciao!